du dein Hörnchen? Ja, zwei, gerne. Bitte. Zwei. Nimm sie mal, Lena. So, bitteschön. Hörnchen, Brezeln, Brote. In Barbara Kretzingers Mini-Bäckerei gibt es viele Leckereien. Die sind die Mischbrote. Cool, gell? Gebacken wird in der extra umgebauten Garage. Ja, es ist hier gar keine Bäckerei, sondern nur so ein Backwerkstatt. So Genusswerkstatt einfach. Und ich will auch nicht groß sein, weil dann ist Qualität nicht mehr so, wie ich das früher vorgestellt habe. Jetzt haben wir schon 1,5 Jahre keine Arbeit mit Imbisse. Und ja, man muss was machen. Also statt Langosch und Baumkuchen auf Märkten, backt sie jetzt Brote zu Hause. 2:30 komme ich runter, schalte ich meinen Ofen ein. Den hat sie sich extra neu angeschafft, auch um Brote ohne Hefe zu backen, denn Hefebrote verträgt die 49-Jährige nicht. Ich habe Probleme mit Brot gehabt, habe ich Bauchschmerzen gehabt immer. Einmal habe ich in Ungarn Sauerteigbrot gegessen und seitdem mache ich selber. Und dann habe ich bemerkt, dass ich wieder Brot essen kann, weil ich könnte ohne Brot nicht mehr leben. Ich brauche Brot. Die sind Dinkel, dann kommt Weizen, und dann Mischbrot und Roggenbrot. Die sind schon im Kühlschrank seit 48 Stunden. Lange Gärzeit ist sehr, sehr wichtig. Und wir machen ungarische Brezel mit Salzguss, ohne Lauge. Das ist Unterschied. Bei mir gibt es Eier obendrauf, mit Eier geschmiert. So ist unser Brezel. Das ist Salzguss. Ihre kleine Bäckerei ist der einzige Laden in Trailfingen und der einzige Ort außerhalb von Kirche und Friedhof, wo sich die Trailfinger treffen. Also, wer bis Besseres hätte dem Flecker hier nicht passieren können. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 25 Jahren hat es hier nichts gegeben. Und jetzt haben wir plötzlich was, wo man morgens einkaufen kann. Man muss nicht auf Münsingen fahren oder sonst wo noch. Also ich finde, es ist irgendwie auch zu einem neuen Mittelpunkt im Ort geworden. Auch zu einem Kommunikationszentrum, würde ich beinahe sagen. Weil, ja, Barbara, man kann mit ihr sprechen, man trifft sich hier ein Stück weit auch. Ich liebe Trailfingen, ich liebe hier wohnen. Ich bin so ein Dorfmensch und ich freue mich sehr drauf, dass ich hier mein Brot verkaufen kann. Ich fühle mich hier wohl, weil ich bin zu Hause. Weiß ich nicht warum. Vielleicht mein Uropa stammt von hier, weiß ich nicht. Ich heiße übrigens Kretzinger. Ich habe deutsche Namen, aber ich rede nicht so gut Deutsch. Das muss ich noch üben. Ich habe nie gelernt. Ha ha ha!